Einen wunderschönen guten Abend und hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir müssen mit dem Droiden draußen auf dem Marktplatz reden, da der vielleicht den Kopf hat von dem Kellner-Droiden. Genau, damit wir den Mord an Captain Coolio oder Captain Coolio, an diesen Typen, der an die Frau, die ermordet worden ist. Damit wir das klären können. Ich bin 1B8D, ein automatischer Droidenverkäufer. Ich führe hochwertige Droidenkomponenten. Keine Rabatte, kein Falschen. Sind Sie an meinen Waren interessiert? Ich muss wissen, ob du die Teile von Bahimas Kellner-Droiden hast. Bahima? Unbekannt. Ich habe viele Ersatzteile für Kellner-Droiden im Angebot. Ich möchte diese Teile kaufen. Der Marktpreis für diese Teile beträgt 25 Credits. Boah, hier sind die Credits. 25. Danke für die Transaktion. Kip in der Kantine kann damit vermutlich Kip etwas anfangen. Wir sollten umkehren. Also, wir sollen mit Kip reden. Ich aber einmal mal schnell mal. Mal sehen, ob du... Na, scheiß auf den. Was verkaufst du? Ah, zeig mal, was du zu verkaufen hast. Also wirklich hauptsächlich Droidenteile. Ja, scheiß auf den. Also auf zu Kip in die Kantine. Also. Ah, ich wollte ja wirklich mal meine Maske ausziehen und mal gucken, ob wir wirklich so böse aussehen, wie immer alle sagen. Heilige Scheiße. Hohoho. Na gut, okay. Also, Kip, das war doch der rechts hier. Kip, Kip, Kip. Hey, Kip. Da. Ah, der Außenwälzer kommt zurück. Ich möchte mit euch über den Mord über Captain Sulio reden. Ja. Ich habe die Überreste. Könnt ihr damit etwas anfangen? Lasst mal sehen. Ihr habt den Kopf und da drin ist ein Speicherkern. Gebt mir ein paar Minuten. So müsste es gehen. Sehen wir uns mal seine letzte Aufzeichnung an. Da ist Captain Sulio und der Droide. Bam. Das war's. Okay, mal gucken, ob uns das weiterhilft. Hier bitte. Ich würde sagen, diese Aufnahme beweist, dass der Killer vom Marktplatz kam. Das solltet ihr Nico zeigen. Nico, das ist doch der beste Freund von Captain Sulio. Nico, Nico, Nico. Da ist er auch. Willkommen zurück. Die Karten sind noch warm. Ja, nee. Nicht schon wieder. Wenn Stegen hilft? Stegen kann es gar nicht gewesen sein. Ich habe gesehen, wie er aus seiner Praxis kam. Und die ist auf der anderen Seite des Marktplatzes. Wir sollten mit Captain Regan reden und die Sache aufklären. Wir kommen echt vorwärts, Leute. Nico, nicht wahr? Und der Außenweltler. Was führt euch hierher? Oh, Leute, guckt, wie ich aussehe. Degen kann Captain Sulio nicht getötet haben. Es ist eine kühne Behauptung, die ihr beweisen müsst. Nico kann es erklären. Es ist eine lange Geschichte. Also habt ein wenig Geduld, Captain. Am Abend des Mordes habe ich Passag gespielt. Es war mein Glücksabend. Das sollte ausreichen. Ich werde das alles zum Major bringen. Wartet in Dagens Büro, er wird bald kommen. Wir wissen noch nicht, wer Sulio getötet hat. Aber dies wird uns sicher weiterhelfen. Da kommt einer. Sie wurden von diesem Fall abgezogen, Captain. Hoffentlich haben Sie eine gute Erklärung. Ich hatte nichts mit der Sache zu tun, Sir. Dieser Bürger hat Informationen im Mordfall Sulio. Wir müssen dem Hinweis nachgehen. Wir haben unseren Mann bereits. Sulio und dieser Gent haben sich am Abend des Mordes gestritten. Er hatte ein ausgezeichnetes Motiv. Sie haben sich nicht richtig gestritten. Die Stammgäste der Kantine können sich dafür verbürgen. Habt ihr den Bericht gelesen? Sulio hat ihn auf die übelste Weise beschimpft. Es ist offensichtlich, dass sie Sulio und Dagen gehasst haben. Habt ihr überhaupt mit den Leuten in der Bar geredet? Die können bestätigen, dass sie gute Freunde waren. Sie Kleiner! Freunde würden niemals so miteinander um... Es ist wahr, Major. Ich war mit den beiden befreundet. Das haben sie ständig gemacht. Bahima, der Barkeeper, kann es bestätigen. Und ein Dutzend andere Leute auch. Sie waren ein seltsames Paar, aber sie haben sich ganz sicher nicht gehasst. Ich verstehe. Aber es ist und bleibt eine Tatsache, dass er am Tatort war. Genau wie jede Menge anderer Leute. Der Kellner-Droide wurde in Sekundenschnelle von Schrottzaune auseinandergenommen. Na und? Wichtig ist nur, wer zuerst da war.
Ein Augenzeuge sagt, dass er sofort aus seiner Praxis kam. Entscheidend ist doch, dass er in Blaster-Reichweite war, als Sullio getötet wurde. Und dass er kein Alibi hat. Er kam aus seiner Praxis, aber eine Aufzeichnung des Mordes zeigt, dass der Schuss aus der gegenüberliegenden Richtung kam. Ihr habt eine Aufzeichnung? Vermutlich habt ihr sie falsch gedeutet. Ich habe es selbst gesehen, Major. Nico ist nicht der Einzige, der Dagen aus seiner Praxis kommen sah. Dagen Gent kann es nicht gewesen sein. Der echte Killer läuft immer noch frei herum. Also gut, Captain. Lassen Sie Gent frei. Aber falls sich herausstellen sollte, dass er es doch war, mache ich Sie dafür verantwortlich. Meine Männer werden Dagen Gent sofort freilassen. Das wird dem Major sicher nicht gefallen. Ihr seid ein gutes Team. Ihr habt den Major tatsächlich überzeugt. Respekt. Kann ich Dagen Gent treffen? Geht zu Dagen Gents Praxis. Meine Männer bringen ihn in Kürze dorthin. Danke, dass ihr die Sache aufgeklärt habt. Mir war klar, dass wir einen Fehler machen. Aber wir haben alle unsere Befehle. Wir müssen hier wirklich besser patrouillieren. Oh ja, das müsst ihr. Oh, jetzt können wir mit Dagen Gent reden. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Es war zwar nicht schlecht da drin, aber ich bin doch lieber allein. Was ist denn mit euch passiert? Euer Gesicht sieht ja aus wie der Hintern eines Dewbacks. Tja, wie auch immer. Ich schulde euch und Mandalore was. Mandalore sagt, dass sie mir helfen könnte. Ich muss jemanden im Palast kontaktieren. Da kann euch fast niemand helfen. Es gab schon einige Mordanschläge auf Königin Talia. Der Palast ist besser geschützt als die Schatzkammer eines Hutten. Aber ich kenne ein paar Leute. Zu wem wollt ihr denn? Es ist ein Jedi-Meister. Ein Jedi-Meister, sagt ihr? Interessant. Für einen Jedi gibt es ein hübsches Kopfgeld. Nicht, dass ich darauf scharf bin, aber wenn es hier einen Meister gibt, weiß ich, wer das sein könnte. Könnt ihr jemanden im Palast kontaktieren? Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich weiß, dass ihr das nicht hören wollt, nach dem ganzen Ärger, den ihr hattet, um mich rauszuholen. Die Sache ist die, dass die Schrottsammler meine ganzen Sachen haben. Um den Müll ist es nicht schade, aber ich hatte auch ein paar verschlüsselte Holodisks, die sie mir geklaut haben. Naja, jedenfalls brauche ich die Holodisks, weil da die Kontaktinformationen drauf sind. Auf die Leute, die ich kenne, geht man nicht einfach zu und redet mit ihnen. Man muss bestimmte Regeln beachten und die sind auf der Holodisk gespeichert. Wer hat sie? Beckles Gang hat diese Straße mehr oder weniger in der Hand. Angeblich hat sie mich ausgeraubt. Sie hängt meistens in der Kantina rum. Sie ist hart wie Drechselleder und gemeiner als ein hungriger Wookie. Aber wenn euch Mandalore begleitet, kann eigentlich nichts passieren. Holt einfach die verschlüsselten Holodisks. Das kann ich auch allein. Und falls wirklich ein Jedi-Meister im Palast ist, könnt ihr danach mit ihm reden. Also gut. Dagen kann ein Treffen zwischen dir und dem Jedi-Meister, der sich im Palast versteckt, arrangieren. Dazu braucht er allerdings einige verschlüsselte Holodisks, die ihm nach seiner Verhaftung gestohlen wurden. Er ist sich sicher, dass Beckel, die Anführerin einer Gruppe von Bestienreitern, die Disk hat. Du findest sie in der Kantina von Izitz. So, da wollen wir doch einfach nur mal diesen Jedi-Meister schlachten. Und was kommt? Wir müssen 1000 andere Sachen erledigen. Ich denke, das stört den nicht, wenn wir uns hier mal ein bisschen bedienen bei dem. Also gut. Ich sollte aber auf jeden Fall wieder meine Maske anziehen. Weil, ja, ich weiß, dass wir krass aussehen. Also auf in die Kantine. Was passiert? Captain Regan patrouilliert am Westplatz. Überfalle ihn, wenn keine Zeugen in der Nähe sind. Ah, sehr schön. Damit er von seinem Posten ab... Okay. Wenn keine Zeugen in der Nähe sind. Ich denke, da hinten wird es schon gut gehen. Da ist zwar einer. Ach, mach keinen Ärger. Ihr seid es, der in Schwierigkeiten steckt. Ich bin hier, um euch zu töten. Und jetzt? Ha, geil. Ich werde ihn lehren zu sehen. Das war's. Und tschüss. Damit hätten wir schon mal zwei. Mit den richtigen Fähigkeiten kann man hier in letzter Zeit viel Geld verdienen. Sehr schön, der ist auch ausgeschaltet.
Ja gut, aber reden wir erstmal mit dieser Anführerin der Bestienreiter hier in der Kantine. Ich glaube, Beckel hieß sie oder so. Weiß gerade nicht mehr. Da, die müsste das doch sein. Was wollt ihr hier, Außenweltler? Dieses Zimmer ist belegt. Und der Rest der Kantine auch. Ihr solltet gehen. Ihr habt etwas, das Dagen Gant gehört. Ich will es abholen. Ihr? Und wie gedenkt ihr, das anzustellen? Ganz einfach. Erst töte ich euch vor den Augen eurer Männer, dann erledige ich eure Leute und nehme mir, was ich brauche. Das waren eure letzten Worte. Echt jetzt? Oh Mann. Oh Mann, ich hoffe, die sind nicht stark. Also manchmal muss ich echt aufpassen, was ich sage. Schnell mal abspeichern. Okay. Ah, das geht. Erstmal die Machtplätze raushauen. Boah, die haut doch ganz schön rein. Ah, das geht. Boah, das war aber nicht alles gut. Schaden tut schon ganz schön krass passieren manchmal. Boah. Ein offenes Raumhafenvisum, verschlüsselter Holodisk. Nicht schlecht. Weißt du, vor allem, da wird eine umgebracht und da kommen so ein Haufen Leute in den Knast deswegen und wir legen hier eine ganze Gruppe um. Naja, egal. Ich glaube, das offene Raumhafenvisum können wir hier nochmal... Oh, die ist gar nicht mehr da. Ah, nee, die sind einfach woanders, oder? Kellnerin? Ah, da ist sie. Seid ihr mit der Bezahlung für das Visum zufrieden? Ich bin nicht zufrieden mit meiner Bezahlung. Warum seid ihr noch da? Das Visum war nicht für mich, sondern für einen Geschäftspartner. Auf Izitz gibt es noch viele geschäftliche Gelegenheiten. Ich bleibe noch ein Weilchen. Ich habe aber noch ein Visum. Was soll ich denn damit jetzt anstellen? Ich möchte es nicht an irgendwen verschenken. Geld habe ich genug. Langsam habe ich echt das Gefühl. Naja, egal. So, dann reden wir mal mit Dagen Gant, der das Treffen mit dem Jedi-Meister jetzt arrangieren kann, damit wir dem den Arsch aufreißen können, Leute. Den Arsch können wir den dann aufreißen. Dagen Gant. Habt ihr die verschlüsselten Holodisks schon gefunden? Ohne sie kann ich meinen Kontakt im Palast nicht erreichen. Ich habe die Holodisks. Gut gemacht. Jetzt kann ich mit meinem Kontakt im Palast Verbindung aufnehmen und ein Treffen mit eurem Jedi-Meister arrangieren. Wenn ihr noch etwas aus eurem Quartier holen wollt, solltet ihr das jetzt tun. Was denn für ein Quartier? Sobald ihr diese Leute kontaktiert, wird's politisch. Wenn das Treffen nicht gut läuft, seid ihr in Izitz nicht mehr willkommen. Vielleicht nie mehr. Sagt Bescheid, wenn ihr die Sache wirklich durchziehen wollt. Ich muss vorher noch was erledigen. Wieder, wenn ihr bereit seid, oder blast die ganze Sache ab. Die Palastpolitik ist dieser Tage mörderisch. Ich will... Wie kann ich auf jeden Fall noch, einen Moment, Leute. Einen Moment. Talente. So. Ich will auf jeden Fall noch schnell die eine da kontaktieren. Weil ich ja zwei Wachen vom Posten weggeschickt habe. Was ja gut ist, das war ja unser Auftrag gewesen. Und ich will mir die Belohnung dafür noch abholen, weil wer weiß, ob ich danach noch mit der reden kann. Und das machen wir jetzt noch schnell. Und danach kümmern wir uns... Oh, da sind noch Überreste. Und danach kümmern wir uns dann um die Kontaktaufnahme mit dem Jedi-Meister. Aber erstmal reden wir mit der einen Tussi hier hinten. So, ich glaube kaum, dass wir dem von seinem Posten wegkriegen, oder? Ich sagte euch schon, dass nur autorisiertes Personal auf die Rampe darf. Die Himmelsrampe. Ich werde... Seine Loyalität ist... Ihr solltet lieber weitergehen. Ich glaube, ich krieg den nicht da weg. Aber okay, ich habe ja schon mal zwei Stück wenigstens jetzt weggeschickt. Das müssten mir schon mal einen Haufen Credits geben. Da seid ihr ja wieder. Zwei der armen Offiziere wurden ihres Kommandos enthoben. Ein schwerer Schock, nicht wahr? Jetzt müssen wir nur noch einen königstreuen Offizier loswerden. Hier sind die vereinbarten Credits. Erzählt mir von diesen Captains. Könnt ihr mir noch... Ich bin eine Anhängerin General Vaklus.
Das Händlerviertel ist nicht nur finanziell gesehen ein... Es ist eines der wenigen Viertel, das direkt mit... Das ist für Waklo nicht unproblematisch. Seid ihr in Captain Sullius Mord verwickelt? Wie entferne ich sie von ihrem Ihr könnt sie nicht einfach töten. Ihr müsst... Ja, das weiß ich. Erzähl mir von diesem Captain. Die Lisi ist am Raumhafen. Ein echter Veteran. Er hat jahrelang gedient und sein Leben in den Dienst der Königin gestellt. Inzwischen steht er allerdings eher auf unserer Seite. Aber er ist und bleibt ein alter Soldat, der sich nicht an die komplexe Situation anpassen kann. Er führt die törichten Befehle der Königin aus, selbst wenn diese Onderon schaden. Ihr könnt ihn nicht überzeugen. Nehmt diese Zugangskarte. Damit könnt ihr die Sicherheitsterminals hacken. Vielleicht findet ihr dort eine Lösung. Okay. Die Sicherheitsterminals hacken. Was denn für Sicherheitsterminals? Das Ding da? Dieses Terminal ist nicht für Außenweltler bestimmt. Und für Zivilisten auch nicht. Ich schlage vor, dass ihr jetzt geht. Ja, wie kann ich denn dann darauf zugreifen? Oder gibt's noch ein anderes Sicherheitsterminal? Ich würde den gern auch noch von seinem Posten wegschicken, auch wenn wir es nicht unbedingt müssen. Gibt sicher gut Erfahrung. Vielleicht ist hier auch irgendwo noch ein Sicherheitsterminal. Lasst mal schnell gucken. Nein. Nein. Ja, Mensch. So. Es sei denn... Nee, das geht auch nicht. Hat es hier irgendwo noch ein Sicherheitsterminal? Da ist eins. Und hier steht auch keiner. Ah, hier. Kameradaten gelöscht, ID-Daten gelöscht, Zugriff gewährt. Systembefehl. Zugriff auf Überwachungskameras. Marktplatz. Ja, das bringt mir nichts. Und jetzt? Drücke Enter. Energieleitung der Haupt... Oh, geil. Hier überladen. Zu wenig Sonden. Mann! Wo kriege ich denn jetzt Sonden schon wieder her? Ich rede jetzt nochmal mit diesem Droidenhändler und guck, ob der... Sonden. Sind das überhaupt Sachen, die man kaufen kann? Sonden schon, oder? Vor allem... Doch, wechseln kann ich schon. Ich bin... Ja, ich weiß. Ah, ich hab... Computersonden, tatsächlich hier. 1, 2, 3. Okay. Das reicht sogar vielleicht. Wie gesagt, müssen wir zwar nicht machen, aber ich will das machen. Damit wir das erledigt haben. Gibt sicher einen coolen Extra. So. Ich hoffe, wir hatten mindestens eine Sonde noch gehabt. So. Nochmal. Sicherheitsbefehl. Überwachungskameras? Nicht genug Sonden. Ja, wie viele Sonden brauche ich denn noch? Habe ich echt nur 4 Stück oder was? Ja, Leute, nee, dann ist mir das echt zu mühsam. Jetzt noch zu warten, bis ich mal die dritte Sonde bekomme. Es sei denn, ich könnte halt irgendwo was auseinanderbauen. An einer Werkbank, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wo hier eine Werkbank ist. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Oder wisst ihr das? Ha. Hier hinten wohl kaum bei dem, oder? Oh mein... Jetzt ist wieder gut.
Bei dem ist keine Werkbank. Das ist nur ein Labor. Ich glaube, da kannst du nur Medikits und so Sachen herstellen, gell? Schnell mal gucken. Nee. Ja, nee. Also gut, Leute. Dann machen wir uns mal auf das Treffen mit dem Jedi-Meister jetzt. Ihr wollt es also durchziehen? Yep. Ich kann ein Treffen mit eurem Jedi-Meister arrangieren, wann immer ihr es wünscht. Wie ich schon sagte, wenn ich meine Kontakte spielen lasse, steckt ihr tief in der Sache drin und seid auf Izitz nicht mehr willkommen. Na dann, kontaktieren Sie jetzt den Jedi-Meister. Ja, ja, ich bin dabei. Ruht euch aus. Ich melde mich, sobald ich den Zeitpunkt eures Treffens weiß. Ist dieses Treffen eine Falle? Ich kann mir nicht leisten, euch zu verlieren. Nicht nach den jüngsten Ereignissen. Alles könnte eine Falle sein. Waklu ist kein Narr. Aber falls die Nachricht stimmt... Ist das wirklich nötig? Im Palast kann ich für eure Sicherheit garantieren. Aber außerhalb dieser Mauern hat der General viele Männer, die ihm gehorchen. Nichts im Leben ist sicher, Majestät. Aber ich spüre etwas. Eine Erschütterung der Macht. Ich muss der Sache nachgehen. Also gut. Aber bitte, seid vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ich habe befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Okay, es wird auf jeden Fall zu einem Treffen anscheinend jetzt kommen. Okay, der Termin steht. Geht direkt zur Kantina. Euer Mann müsste dort auf euch warten. Nichts für ungut, aber ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Ich hab dir den Arsch gerettet. Ich hab dich aus dem Knast geholt. Ihr müsst einiges auf euch genommen haben, um dieses Treffen zu arrangieren. Der Palast ist im Kriegszustand. Es ist sehr schwierig, Nachrichten hereinzuschmuggeln. Ich habe Mittel und Wege, Kava. Kava? Was? Der berühmte Jedi-Wächter? Die Mandalorianer hatten damit gerechnet, dass ihr und nicht Revan die Jedi gegen uns in die Schlacht führen würdet. Ich frage mich, wie wir uns wohl gegen euch geschlagen hätten. Ich dachte, ihr wärt während des Bürgerkriegs im Kampf gegen Malak gefallen. Mir scheint, mein einstiger Schüler pflegt einen merkwürdigen Umgang. Tja, seltsame Zeiten erfordern eben seltsame Bündnisse. Auch ich kenne einige Tricks. Ich kann mir vorstellen, dass ihr auf Mitglieder des Rates nicht gut zu sprechen seid. Selbst wenn es sich um einen alten Freund handelt. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr auch gegen mich seid. Versteht doch. Es war eine Zeit großer Unsicherheit. Wir hatten eben erst erfahren, dass Darth Revan mit einer Armada zurückgekehrt war. Alle Jedi-Meister, die ihn begleitet hatten, waren verloren, verdorben. So dunkel wie ihr Meister. Und dann kamt ihr. Viele hielten euch für einen Spion. Aber es war weit mehr als das. Und ich denke, ihr verdient eine Störe ich? Ich war mir sicher, dass ich die Ebonhawk in der Tasche habe. Ganz sicher. Aber dann seid ihr mir während der Schlacht entwischt. Stellt euch meine Freude vor, als ich entdeckte, dass ihr auf Izzit seid. Ihr seid ziemlich leichtsinnig. Holt sie euch, Männer! Und passt auf, wo ihr hinschießt. Zivile Verluste verursachen nur unnötigen Papierkram. Ich muss zurück zum Palast. Ich melde mich, sobald ich kann. Lauft! Was ist mit meinen Männern? Verdammt, kümmert euch um ihn! Kava darf nicht entkommen! Die Kantina ist voller Leute. Eine gut platzierte Granate könnte einen großen Teil der verlorenen Seelen hier erlösen. Mach dir bitte sauber, Visa. Oh Gott, ich hoffe, ich krieg die hin. Genau das mache ich jetzt. Ich werfe mir das schon nach. Wird offenbar. Boah. Ja, ist gut jetzt. Aufhören! Sergeant, kümmern Sie sich um die Zeugen. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ich wundere mich, dass ihr eure Männer befohlen habt, mich anzugreifen, obwohl ich Waklu geholfen habe.
Wie könnt ihr es wagen, mein Treffen mit Kavar zu stören? Ihr habt mich um meine Chance gebracht. Der Schein muss gewahrt werden. Außerdem haben wir nicht viel Zeit. Ihr habt General Waklu geholfen und er weiß, wie man sich erkenntlich zeigt. Wir haben schreckliche Verbündete. Sie wollen euren Tod. Doch der General denkt, dass ihr ein noch stärkerer Verbündeter wärt. Aber wir müssen den Schein wahren. Versteht ihr? Also müsst ihr mich dramatisch gefangen nehmen. So sehen sie, dass wir ihnen noch treu ergeben sind. Ihr wollt sicher mehr über unseren Verbündeten wissen. Wir wissen nur wenig über ihn. Oder sie. Es ist ein Sith Lord. Keine Ahnung, wie er heißt. Anfangs wussten wir nicht, mit wem wir es zu tun hatten. Und als wir es merkten, war es zu spät. Und was wollt ihr jetzt von mir? Der General denkt, dass wir in beiderseitigem Interesse eine neue Allianz schließen können. Waklu will Onderon kontrollieren. Und dann sehen wir weiter. Die Zeit der Republik neigt sich dem Ende entgegen. Bald werden starke Männer wie er herrschen. Auch ihr habt euch als stark erwiesen. Der General denkt, dass mit euch zu rechnen ist. Ihr müsst uns helfen, mit unserem Verbündeten, dem Sith Lord, fertig zu werden. Es würde sich für euch lohnen. Erzählt mir mehr. Schließlich greifen wir den Palast von Königin Talia an. Izitz ist eine alte Stadt voller Artefakte unserer dunklen Vergangenheit. Einige davon könnten euch nützlich werden. Abgesehen davon will der Sith Lord euren Tod und jeder Feind unseres Feindes. Okay. Und wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Wir tun so, als wärt ihr unser Feind. Wenn ihr diese Kantina verlasst, gebe ich meinen Männern den Befehl, euch zu töten. Sie haben nicht die geringste Chance gegen euch, aber das wissen sie nicht. Verlasst Izitz und kommt erst zurück, wenn wir euch rufen. Wenn euch mein Angebot zu niedrig ist, kann euch General Waklu sicher einen für beide Seiten zufriedenstellenden Vorschlag machen. Ihr müsst euch entscheiden. Unterstützt ihr uns oder die Königin? Waklu ist zwar Politiker, aber er hat bisher noch jede Vereinbarung eingehalten. Die Sith müssen ihr Wort gebrochen haben, wenn er sie verraten will. Ihr könnt ihm vertrauen. Er ist deutlich fähiger als Königin Talia. Sich ihm anzuschließen wäre eine kluge Entscheidung. Ja, mach ich aus. Auch ich spüre an diesem Angebot keine Lust. Glaubwürdigkeit ist in der Politik Onderons äußerst wichtig. Würde er euch und die Sith verraten, wäre seine Herrschaft nur von kurzer Dauer. Was ich auf Izitz getan habe, lässt mir keine andere Wahl, als mein Glück bei Waklu zu versuchen. Hervorragend. Ihr werdet eure Entscheidung nicht bereuen. Wir melden uns bei euch. Vergesst nicht, dass die Männer da draußen versuchen werden, euch zu töten. Wir reden später weiter. Okay, wie es aussieht, muss ich jetzt hier abhauen. Und später wiederkommen. Na gut. Aber meine lieben Freunde, wir sind auch schon wieder jetzt dann bei einer halben Stunde angekommen. Und das bedeutet für uns, dass das Let's Play an dieser Stelle beendet wird dann. Was ist das? Ja. So. Wie gesagt, war wieder eine coole Folge. Wir sind wieder um einiges weitergekommen. Wie es aussieht, kommen wir jetzt weg von Izitz Raumhafen, aber haben einen neuen Verbündeten bekommen. Und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Und bis dahin noch, haltet die Ohren steif. Ciao, Leute.